Alle reden vom Klimawandel. Aber was ist das eigentlich? Und was haben du und ich damit zu tun? Normalerweise läuft es so. Die Lichtstrahlen der Sonne gelangen auf die Erdoberfläche und werden in Wärme umgewandelt. Treibhausgase wie CO2 oder Methan speichern einen Teil dieser Wärme in der Atmosphäre, wie in einem Gewächshaus. Im Gleichgewicht sorgt dieses System dafür, dass wir auf der Erde leben können. In den letzten 150 Jahren haben wir aber immer mehr Kohle, Öl und Gas verbrannt und blasen so jede Menge zusätzliches CO2 in unsere Atmosphäre. Mehr Wärme wird gespeichert. Seitdem ist es auf der Erde im Schnitt etwa 1 Grad wärmer geworden. Klingt wenig, hat aber auf der ganzen Welt sichtbare Folgen. Gletscher und Polkappen schmelzen ab. Dadurch steigt der Meeresspiegel und die Gefahr von Überschwemmungen wächst. Nicht nur kleinen Inseln droht der Untergang. Weil große Teile Jakartas bis 2030 dauerhaft unter Wasser stehen könnten, plant Indonesien, seine Hauptstadt zu verlegen. Extremes Wetter kommt immer häufiger vor, etwa sehr trockene Perioden. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass große Teile des Nadelwalds in Brandenburg in den nächsten Jahren absterben werden. Oder immer stärkere Stürme, wie in Mittelamerika und der Karibik. Der Klimawandel gefährdet so auch einige der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Sie sollen dazu beitragen, die Zukunft lebenswert zu gestalten, mit weltweitem wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde. Und den Klimawandel zu bekämpfen, ist darum auch ein eigenes Entwicklungsziel. 2015 wurde auf der Klimakonferenz in Paris ein Abkommen geschlossen. Die Erwärmung soll auf 1,5 Grad begrenzt werden. Deutschland hat zugesagt, bis 2050 fast keine Treibhausgase mehr zu produzieren. Heute stoßen wir aber noch etwa 10 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr aus. Doppelt so viel wie ein Mensch in der Türkei. Und 20 mal so viel wie ein Mensch in Bangladesch. Aber woher kommt das ganze CO2? Der Energiesektor ist der größte Erzeuger. Vor allem die Kohlekraftwerke. Aber wie können wir sie ersetzen? Brauchen wir wieder Atomkraft oder mehr Windräder? Und was bedeutet es für Einkommen und Arbeitsplätze, wenn die Industrie ökologisch nachhaltig wird? Flug-, Fahrzeug- und Schiffsverkehr erzeugen auch viel CO2. Besonders das Fliegen belastet das Klima stark. Wollen wir also weniger und langsamer reisen? Tierische Produkte setzen wesentlich mehr CO2 und Methan in der Produktion frei als pflanzliche Lebensmittel. Sind wir bereit, unseren Fleischkonsum einzuschränken? Und wie wollen wir den Hunger auf der Welt bekämpfen, wenn wir auf nachhaltige und damit teurere Landwirtschaft umstellen? Viele Menschen denken, dass sich etwas ändern muss in Politik und Wirtschaft. Und viele junge Menschen auf der ganzen Welt setzen sich dafür ein. Zum Beispiel hat Greta Thunberg mit Fridays for Future eine weltweite Bewegung ins Leben gerufen und Hunderttausende von Gleichgesinnten gefunden. Aber was meinst du? Kann man da eh nichts mehr machen? Oder muss gerade jetzt etwas getan werden? Und wenn ja, was könnte dein Beitrag sein?